großartig, dass der Verein das möglich gemacht hat. Das zeigt auch, dass wir eine Familie sind und was Goddy für einen Stellenwert auch für den Verein hat. Er hat ja über 10 Jahre hier mitgearbeitet und sehr viel Zeit investiert für die zweite Mannschaft. Die zweite Mannschaft war so Goddys Team, jeder wusste das und jeder mochte ihn im Verein, weil er ein sehr positiver Typ war, der einfach immer mit einem Lächeln auf den Lippen hierhin kam und man hatte einfach immer Lust, mit ihm über Fußball zu sprechen. Und ich finde es einfach toll, dass der Verein das hier heute nochmal möglich gemacht hat und der Familie, um der Familie zu helfen. Jetzt, dass das hier heute insbesondere auch für Goddy und seine Familie in erster Linie dann auch ist und zeigt einfach, wie der SC Viktoria gestrickt ist. Also, dass da auch ohne Großbürokratie einfach gesagt wird, so, es wird jetzt so gemacht. Freut mich natürlich auch so, dass einigermaßen zahlreich die Zuschauer hier erschienen sind und fleißig gespendet haben. Persönliches Verhältnis, ich habe ihn vor 11 Jahren Tatsache kennengelernt, als ich hier bei der Liga als kleiner Bursche, 17, 18-Jähriger angefangen habe und er genau dann angefangen hat, die zweite Mannschaft zu übernehmen. Ich habe das einen Tag, nachdem es passiert ist, erfahren, telefonisch auch und war komplett schockiert und am Boden zerstört und man kann sowas ja am Anfang gar nicht so wirklich glauben, dass es wirklich so dann gekommen ist und das ist auch immer noch einfach unglaubwürdig. So, man kann das immer noch nicht richtig in Worte fassen, auch was das halt für ein Moment ist und für mich mit das Schwerste war es dann auch der Mannschaft das mitzuteilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.